Es ist Kreis und nicht Quadrat. Frag mich nicht, warum ich immer Quadrat drücke. Kreis. Booyah! Was war das denn? Ich habe Kreis gedrückt. Ich habe Kreis gedrückt. Ich lasse das Vieh jetzt aber auch einfach mal sein. Und ich hoffe, dass ich noch... Wir haben 55 Münzen. Was steht heute zur Auswahl? Ja. Du, geh mir mal nicht auf den Sack. So ist es besser. So. Kontrollpunkt. Die Musik schon wieder. Wie, haben die ein bestimmtes Muster, wie sie springen? Nein. Was steht heute zur Auswahl? Die Frage ist, kommen die nochmal wieder? Ja. Booyah! Was mir aber nicht gefällt, ist, ich höre die im Hintergrund springen. Lass mich in Ruhe. Nein! Oh Gott. Fast runtergefallen. Münzen gesammelt, 55 von 55. Geheimnis entdeckt, 1 von 1. Das klingt doch gut. Wir haben einen Vampir und eine goldene Münze oder so. Ich weiß nicht, wo die goldene Münze genau herkommt, ob die von den 55 Leben Münzen kommt. Ich weiß es nicht. Ja. Dorfkapitel 3. Auch wieder 55 Münzen. Wer bist du denn? Grinsebacke. Der Käfer. Das klingt nach einer sehr luxuriösen Musik. Auf jeden Fall sind da Lamas nicht erlaubt. Da oben ist wieder der alte Mann. Warum komme ich denn da nicht hoch? Hallo? Was ist denn hier los? Dankeschön. So, was ist mit dir? In den Bergen kommen die Fledermäuse aus versteckten Höhlen heraus. Mhm. Sieh mal hinauf zu dem großen Kerl vor dem Restaurant. Der hat ja ein... Wenn ich vier Ballon... Sieh mal hinauf zu dem... Okay. Der redet nur Spürkes irgendwie. Ja, die Frage ist, wie kommen wir... da rein? Da gab's auf jeden Fall irgendwas, dass wir da reinkamen. Macht auch Sinn, sonst wird das Ding nicht existieren. Ah, da oben die Tür ist offen, okay. Jetzt müssen wir von da oben wahrscheinlich eine Vase holen. Da ist noch ein versteckter Raum. Oder man muss verschiedene Kombinationen machen. Kann natürlich auch sein. Aber wir gehen hier erstmal. Ich hoffe, wir können das mehrmals machen. Yay! Okay, wir haben es geschafft. Gut. Das ging schnell und das waren auch jede Menge Münzen.
Ja, entweder müssen wir jetzt hier unten unterschiedliche Kombinationen ausprobieren, damit sich das andere Tor öffnet. Ich glaube, es sind die Kombinationen. Okay, dann probieren wir mal das hier noch. Das da, dahin. Nee. Oder ich mach... Vielleicht ist es auch ganz einfach, dass das hier das da öffnet. Nein. Scheiße. Okay, hier hat sich was geöffnet. Die Frage ist, kriegen wir noch eine Vase? Oder... Ah, nee. Oder? Ich weiß es doch nicht. Wie gesagt, die Frage ist, kriegen wir noch eine Vase? Oder ist das eine andere Baustelle? Es hat gerade keinen Sinn gemacht, das, was ich gesagt habe. Okay, ich versuche mal jetzt noch vorne noch eine andere Kombination. Was haben wir denn noch nicht? Das hier dahin, ne? Kommt man denn da rein? Booyah! Booyah! So, das ist jetzt da oben. Ich bin so verwirrt. Ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Aber vielleicht müssen wir auch mit dem Dicken da quatschen, den wir im Intro gesehen haben. Zu dem Level. Möglich ist es, ne? Dass man den dann noch irgendwie steuern kann. Ach, guck mal, da ist noch eine Höhle. Finde den Geldtopf, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay. Okay, wir haben ihn gefunden. So, und nu? Jetzt stehen wir da. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wow, im dritten Level. Das ist das Wahnsinn. Das. Ach, Moment. Moment. Da war ja noch. Ah! Okay. Bahn frei, Lama kommt.
Ich bin eine Schildkröte. Wow. Wir können nicht mal springen. Ist hier noch irgendwas, was wir irgendwie einsammeln könnten? Das ist so langsam. Jetzt müssen wir bestimmt rutschen. Das sieht voll nach einer Rutsche aus. Hier ist aber nirgendwo was. Hallo, kleine Schildkröte. Bist du hier, um am jährlichen Dorfrennen teilzunehmen? Ich und Rennen? Nein, tut mir leid. Das glaube ich kaum. Gut. Denn wenn du mich besiegt hättest, dann hättest du diese tolle Trophäe gewonnen. Glückwunsch, du gewinnst eine Trophäe. Kronk hat noch einen roten Cusco-Stein. Ich werde ihn ganz bestimmt brauchen, um von diesem lächerlichen Ort hier wegzukommen. Der gute Kronk. Na, warum hast du das nicht gleich gesagt, Kronk? Gehen wir. Kontrollpunkt. Oh Gott, ich hoffe... Wir müssen nichts einsammeln. Weg da! Oh nein, hier gibt's Sachen zum Einsammeln. Aua, mein Headset. Geh weg da! Oh. Puh, das ist eine ganz schöne Kletterparty. Ich find's lustig. Willst du noch mal, kleiner Freund? Okay, jetzt weiß ich ja, dass man hier Gas geben kann. Indem man nach vorne drückt. Es ist so rutschig, ne? Gleiche Stelle. Wo sind eigentlich die königlichen Träger, wenn man sie braucht? Aber wir verlieren keine Leben. Willst du noch mal, kleiner Freund? Glaube ich. Also bisher lagen hier nur zwei Münzen rum, meine ich gesehen zu haben. Die habe ich auch beide eingesammelt. Jetzt weiß ich nicht, wie das hier in dem Dorf aussieht. Jetzt höre ich schon wieder den seinen Getrampel da. Okay, ich hoffe einfach mal, dass wir nochmal zurückgehen können. Ach, ich war nicht so gut. Hier, du kannst meine Trophäe haben. Dankeschön. Du bist ein sehr sympathischer Typ. Kontrollpunkt. Ach, guck mal. Warum hat er sowas dabei? Ich möchte... halt, Moment. Also ich hoffe mal, dass hier nicht so noch so ein Ding ist. Ach. Ja! Ich bin wieder ein Lama. Dass er sich darüber freut, ne? Ach, guck mal. Es ist mein Bambi! Okay, da kommen wir nicht hoch.
Aber wir haben das Vampir gefunden. Ich weiß nicht, ob es in jedem Level ein Vampir gibt. Keine Ahnung. Ach, wir kommen gar nicht mehr weiter zurück. Was steht heute zur Auswahl? Aber ich glaube, bis hierhin habe ich alles, ne? Ich meine, das wäre nur die eine Münze, an der ich hier vorbeigebraust bin. Ja, 55 steht da oben, ja. Ach Gott. Gucken, ob es hier noch irgendwas Feines gibt. Nee. Whee! Oh ja, ich springe! Ja. Können wir hier aufhören? So, ab ins Ziel. So, hier hätten wir auch alle Münzen gesammelt, alle Geheimnisse entdeckt. Speichern das Ganze wieder ab. Und das Spiel ist abgeschmiert, so wie es aussieht. Passt ja, aber ich wollte sowieso aufhören. Was haben wir denn als nächstes? Was würde uns denn... Dorfkapitel 4. Das würde uns jetzt als nächstes erwarten, aber das kommt erst in der nächsten Aufnahme auf uns zu. Ich hoffe mal, euch hat das Spiel bis hierhin gefallen. Und also genauso gut wie mir gefallen. Ja, und dann hoffentlich sehen wir uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Tschüss!